Das sind unorganisierte Leute. Ich würde sagen, es ist nicht irgend von einer Organisation oder von mehreren Organisationen organisiert, sondern es gibt sicher auch politische Parteien, NGOs und vielleicht sogar Untergrundorganisationen, die mit kleiner Menge von Leuten dabei sind. Aber hauptsächlich sind das so Mittelschicht, würde ich sagen, und auch sicher Intellektuellen und Leute, die im ökologischen Bereich bewusst sind und sich auch engagieren. Aber ich würde sagen, mehrheitlich sind das Leute aus allen Schichten und politischen Parteien und wahrscheinlich sogar auch von der Regierungspartei, AK-Partei, die gegen eine, ich würde sagen, eher eine Islamisierung sind und merken, dass langsam die Regierung und vor allem Erdogan sich wie ein, sagt man, in der Türkei Diktator verhaltet und alles durchsetzen möchte, weil er im Parlament auch stark vertreten ist. Aber was er nicht mitgerechnet hat, dass irgendwann mal die Bevölkerung die Nase voll hat und gegen ihn auf die Straße gehen würde. Auf der anderen Seite muss man natürlich nicht vergessen, die Regierungspartei hat viele Reformen durchgeführt, hat auch sich gegen die Militär, gegen das Militär gestellt und Militär in den Schranken gewiesen, hat auch gute Sachen gemacht, aber eben neben dieser guten Sachen ist auch eine Gefahr für die Islamisierung vorhanden und Gerade letzte Woche wurden strengere Alkoholgesetze verabschiedet, ein Zeichen, das in Richtung einer schleichenden Islamisierung der Politik von Erdogan zeigt. Erdogan hat ja in den letzten Jahren auch eine komfortable Mehrheit bei der Bevölkerung gehabt, über 50% der Stimmen. Wird er diese Proteste jetzt überhaupt ernst nehmen? ich denke, hat er sogar ernst genommen. Mindestens scheitern so, nachdem sie gesehen haben, dass viele Leute auf der Straße sind und viele Leute noch auf die Straße kommen. Und sie wollten ja die Zugänge zu Taksim-Platz, wo dieser Park sich befindet, sperren. Und ich habe in den türkischen Zeitungen gelesen, dass sogar per Funk die Polizeivorsteher und so weiter auch gesagt haben, das sind keine linke Gruppierungen, da ist die Bevölkerung auf der Straße und so weiter. Und dann haben sie die Straßen geöffnet und haben sie die Proteste zugelassen. Natürlich der Einsatz der Polizei gegenüber Demonstrierenden in Istanbul, aber auch in den anderen Provinzen war sehr hart. Und das wird auch kritisiert. Erdogan hat auch zugegeben, ja, die Polizei hat sich nicht gerade richtig verhalten und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Erklärung, dass er dann die Sache in die Hand nehmen würde oder ob das eine Beruhigungspille ist. Scheint eher eine Beruhigungspille, weil ich denke, dass der Befehl von der Regierung gekommen ist, dass man die Leute nicht zulassen würde. Und daher die Mehrheit im Parlament zu haben, ist eine Sache, aber auf der anderen Seite muss man natürlich die Bevölkerung nicht vergessen. Und das ist jetzt auch noch aktueller, vor allem nach der Entwicklungen im Nahen Osten, wo Erdogan ja sich sehr polarisierend im Zentrum setzt. Meiner Meinung nach, wo er sogar die Türkei an eine gefährliche Stellung bringt. Daher sollte es ihm bewusst sein, dass die Bevölkerung sich doch durchsetzen kann und das Parlament bedeutungslos machen kann. Wenn wir jetzt denken an die Entwicklung im Nahen Osten, der arabische Frühling, eine Frage, die immer wieder auftaucht, könnte Taksim-Platz zum Tahrir-Platz werden? Ein Problem ist ja dabei, weil die Proteste in Ägypten, in Kairo auf dem Tahrirplatz, sie richteten sich gegen eine jahrelange Diktatur. In der Türkei gibt es ja demokratische Strukturen schon lange. Wie würden Sie das, Hashim Sancar, einschätzen? Die Türkei müsste man mit den Nahostländern nicht direkt vergleichen. Die Situation ist schon ein bisschen anders. Es finden eben offene Wahlen statt. Mit welchen Methoden diese Wahlen stattfinden, ist eine andere Frage. Aber mindestens eine
theoretische Basis ist da, Strukturen der Rechtsstaatlichkeit sind da, auch wenn sie nicht immer richtig verwendet werden, weil einerseits eben hat man Rechtsstaatlichkeit und auf der anderen Seite wird sogar gefoltert, oder? Und Leute werden aus politischen Gründen verfolgt und ich glaube, es gab noch nie so viele Journalistinnen, Anwältinnen und zum Teil auch vom Volk gewählte Gemeindepräsidenten und so weiter, die im Gefängnis sind. Und das wurde dann alles durch diese Regierung gemacht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum die Leute genug von der Regierung und seiner Politik haben und deshalb auch auf die Straße gehen. Von dem her kann ich jetzt nicht einschätzen, ob es sich dann die Situation beruhigt und dann der Regierung entgegenkommt. Aber auf der anderen Seite könnte es in dieser Richtung gehen. Ein Problem ist in der Türkei, ein Problem und könnte auch ein Vorteil sein natürlich, haben wir auch natürlich Oppositionsparteien. Die Sozialdemokraten sind das stärkste Partei in der Opposition, aber leider, sie machen nicht eine starke Opposition und das ist der Nachteil, obwohl eben es auch ein Vorteil sein könnte. Und von dem her kann ich die Situation noch nicht so ganz einschätzen. Aber ein Punkt ist klar, die Regierung müsste sich bewusst sein, dass sie nicht so weiterfahren kann und darf, wie sie bis jetzt gemacht hat. Und auch bei den Gesetzänderungen und so weiter müsste die Meinung der Bevölkerung zuhören und nicht eine schleichende Islamisierung, eben was in der Vergangenheit mit Kopftuch, Verbotsaufhebung gemacht haben. Das habe ich sogar auch selber gut gefunden. Ja, jemand sollte auch mit Kopftuch an die Uni gehen dürfen und so weiter. Aber irgendwann hat es Grenze, wenn man vor allem demokratische Rechte mit Islamisierung missbrauchen möchte.